starten wir. Ich begrüße alle recht herzlich. Heutige Medienkonferenz. Geht Schlag auf Schlag weiter am Sonntag. Aussatz in Wiel. Dritte Runde, die Agile Challenge League. Von mir eine Info, respektive eine zweite Info kommt dann auch, aber die erste betrifft den Franz oder der Alessandro. Er ist gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, darum ist er jetzt heute nicht dabei. Er wird aber morgen vorsichtig normal dann wieder einsteigen und darum wird jetzt heute Franz einfach die Rolle von ihm kurzfristig übernehmen. Sicher auch die ein oder andere spannende Informationen dann aus dem Team, respektive im Hinblick dann auf das Spiel am Sonntag, wo er kann preisgeben kann. Dann die zweite Info, die ich habe, betrifft das Ticketing für den nächsten Donnerstag. Die Konjusform, wir sind jetzt gerade alles am Aufgleisen, am Vorbereiten. Es wird voraussichtlich heute Nachmittag dann eine Info bei uns auf der Webseite sein. Und wir würden dann gerade auch, wenn alles gut läuft, am Nachmittag den Vorverkauf dann eigentlich online dann starten und aufschalten, dass, dort, ja, dass wir die Tickets dann erwerben kann. Ja, das zu dem. Dann schauen wir voraus auf den Sonntag. Personelle Situation, gesperrt gefördert haben wir noch niemanden verletzt, weiterhin Rahimi und Wieser. Vorher haben wir den Merlin Hatschi und krank ist stand heute niemand. Ja, Sedi. Starten wir mit dir. Gestern Spiel, Sonntag geht es weiter. Schlag auf Schlag. Sind bereits intensive Wochen gesehen, die wir jetzt hinter euch haben. Und wo Anna vor euch stehen mit dem Weiterkommen gestern oben gegen Koper. Also ja, sicherlich mit einem Highlight in der Türkei. Inwiefern spürst du schon ein bisschen eine gewisse Müdigkeit, respektive befühlst du körperlich? Ja, eben, das merkt man schon. Der geht nicht unbemerkt einem vorbei. Aber es ist auf einer Seite auch gut, man kann sich gerade wieder beweisen, man kann gerade wieder spielen. Und ja, wir wollen jetzt klar gegen Wiel dann auch 3 Punkte einfahren, dass wir auch in der Meisterschaft in Fahrt kommen. Ja, Franz, vielleicht ganz kurz aus deiner eigenen Karriere ein bisschen zum Zurückschauen. Wie schwierig ist es jetzt aus deiner Sicht für die Spieler nach so einem Highlight, wo man gestern oben jetzt hatte, mit dem Sieg Koper, wo man sich jetzt für die dritte Runde qualifizieren konnte, sofort da wieder ja, Konzentration auf einen Alltag in der Meisterschaft können zu legen und ja, immer wieder dort die Leistung auf den Platz zu bringen. Wie hast du es vielleicht auch erlebt in deiner Karriere mit deinen internationalen Spielen? Ja, ist sehr nicht so einfach, aber ich glaube, gerade mit dem Erfolgserlebnis, das man hat für die Spieler hatte, ist es sehr einfach zum Wegstecken. Ich glaube, wenn man jetzt gestern eine Verlängerung ausgeschieden wäre oder ein Penaltyschüsse ausgeschieden wäre, wäre es sehr hinblicklich Sonntag oder der allgemeine Verlauf sehr schwieriger gewesen. Ich glaube, so ist man positive Gefühle nach dem Spiel bei den Spielern und ich weiß es sagen Erfahrung, dass es einfach dann sehr einfach ist, um die 120 Minuten wegzuchecken. Und, ja. Aber wie es der Sedi auch schon gesagt hat, es ist sehr wichtig, dass wir jetzt auch die Meisterschaft einen guten Start haben und darum ist es das absolute Ziel, dass wir am Sonntag auch 3 Punkte holen zu Wiel. Gut, danke, Herr Weidner. Ja, auf Wiel, ich meine, seht ihr, die letzten Spiele Wiel waren immer wild. 4-4, 3-2-2, also immer späte Tore dann auch. Was müsst ihr machen, dass es nicht wieder so wild wird wie in den letzten Male? Ja, in Wiel ist immer ein bisschen schwierig gewesen, ja. Aber eben, wir haben jetzt einen klaren Plan und ich finde, der hat jetzt auch in den letzten Spielen eigentlich gut funktioniert. Und eben, wir müssen einfach sicher wieder die Defensivstabilität an den Tag legen und auch die Aggressivität. Und dann kommt das gut und eben offensiv haben wir die Qualität, dass wir immer für 1-2 Goal gut sind. Und eben so lange hinten die Null steht, lange da. Wie siehst du den FC Wiel im Vergleich zur letzten Saison? Sind sie stark, sind gut gestartet im ersten Spiel? Wie siehst du sie? Also ich schätze sie stabiler. Sie haben 2-3 interessante Transfers gemacht durch die Abwehr. Sie haben ja letztes Jahr immer relativ viele Goal bekommen. Ich glaube, mit den Spielern, die sie geholt haben, Becca und Montoli und so, haben sie glaube, schon ein bisschen Qualität dazugefunden. Haben vorne sehr interessante Spieler, also die wir gut kennen, mit Silvio, Balul, Luke Mbila, Nico Meier. Interessante Spieler, die absolut Qualität haben und da werden wir sehr gefordert sein. Ja. Die Umstellung auf Kunsthasen. Fällt euch das schwer oder dir persönlich jetzt oder ist das Problem? Ja, also mir persönlich nicht extrem. Eben, ich finde Kunststraße auch gut zum Spielen, eben, solange es eine gute Kunststraße ist auch. Und man weiß halt dort auch einfach, was man hat. Eben, man kann den Ball gut einschätzen und darum, ich sage einfach, man merkt es vielleicht nach einem Spiel auch manchmal ein bisschen mehr, halt, weil es eine andere Belastung ist. Aber sonst rein fußballerisch, finde ich, kann man den Switch relativ schnell machen.
Wie ist es bei dir von der Müdigkeit her? Weil du hast ja nicht ganz 120 Minuten spielen müssen, bist du vorher raus schon. wie merkst du das jetzt am Tag danach? Jetzt, ne? Ja, jetzt heute ist sicher noch, also spüre ich die Muskeln und Beine schon recht, aber jetzt nicht extrem, dass ich müsste sagen, eben, also ich kann mir gut vorstellen, eben dann am Sonntag wieder, bin ich wieder parat und eben jetzt haben wir heute auch uns können erholen und morgen dann noch das Abschlusstraining und dann sind wir parat für den Sonntag, da bin ich sicher. Auch das Biber, auch die neue Dreiecke, das sag ich mal, wie war das? Hat er eigentlich ganz gut ausgeschaut? Ja, es hat gut funktioniert. Eben jetzt ist, im ersten Spiel war es wichtig, dass wir miteinander kommuniziert haben, eben, dass die Abläufe dann auch stimmen. Und da haben wir gut gemacht, habe ich das Gefühl gehabt. Und es ist eine gute Dynamik aufgekommen. Eben. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Und ja, wenn wir es weiter so machen, dann kommt das gut. Franz, Innenverteidiger, hast du da schon was zu vermelden oder anzudeuten? Nein, also. Wir sind dort verschiedene Profile am Prüfen und so, also unser Hauptmarkt ist ja die Schweiz. Aber logisch schauen wir auch ein bisschen über drei, sage ich jetzt einmal. Ja, aber eben, wie gesagt, wir haben dort keinen Stress. Also wir wollen so die nötige Zeit lassen und wir machen einfach wirklich etwas, wenn so passt. Also wir wollen auch etwas machen, das ist klar, aber eben jetzt, darum ist es so wichtig, das gestrige Spiel, das ich finde, eben, ja, dort, ja, so ist schon der Mannschaft oder der Spieler gesehen, volles Vertrauen ins Kader. Man hat auch gestern gesehen, der Riesig hat das 1:1 so sehr gut gespielt wie der Janik davor. Der Sedi, sehr guten Match gemacht. Der Traber, sein Debüt gefeiert, das junge Lichtsteiner, sehr unaufgeregter Auftritt und so. Also das stimmt mir schon positiv und sagt auch, dass wir jetzt nicht irgendwie in Panik verfallen müssen und jetzt die nächsten drei Tage einen Transfer präsentieren müssen. Also dort wollen wir uns wirklich die nötige Zeit lassen und wenn es dann passt, dann würden wir sehr auch etwas machen. Hat er irgendwas gesagt, richtig rotieren wieder? Also man hat in der Europa League schon etwas gleich gesehen und dann beim Eurospiel hat man rotiert. Das kann man jetzt noch in zwei englische Wochen. Hat er dort irgendetwas anderes gesprochen? Ja, natürlich bin ich im Austausch jetzt auch heute mit allen. Also es wird sehr. Der eine oder andere Wechsel wird sehr gehen, weil es doch sehr viel Kraft kostet, jetzt die 120 Minuten. Es ist auch, ich glaube, legitim, wenn man es macht. Für uns haben wir auch eine gute Breite im Kader. Aber wie viel Wechsel, dass es schlussendlich sind, wird das Trainerteam entscheiden. Wie weit ist der Merlin noch weg, also wenn er fraglich ist? Also er hat jetzt die Trainingseinheit mit absolviert. Ob er schlussendlich schon Option ist für den Sonntag, ist noch schwierig zu einschätzen, aber macht jetzt soweit eigentlich einen guten Eindruck und von Verletzung her schaut es eigentlich gut aus. Gut, für alle gut. Sehr gut, perfekt. Sehr gut. Danke fürs Kommen.